Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Götze. Bitte. Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Minister. Die Wirtschaftshilfen werden zum Teil verlängert. Also ich nenne den Härtefallfonds bis Herbst, auch der Ausfallbonus, der Verlustersatz bis Jahresende. Und die Kurzarbeit tritt auch in eine neue Phase ein, also in zwei neue Phasen sogar. Die Steuerstundungen enden mit einer Safety-Car-Phase. Das WIFO hat ganz gute Prognosen für uns. Die Frage ist, an Sie ist, wie rechnen Sie die Entwicklung im Herbst? Wie glauben Sie, wird es weitergehen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung, auch hinsichtlich der Arbeitslosenzahlen, sofern Sie das sagen können? Also wenn man Optimist ist, und ich bin generell Optimist, dann glaube ich, werden wir auch im Herbst und auch in den nächsten Jahren einen sehr guten wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass wir nicht sorglos werden im Umgang mit der Pandemie. Das Wichtigste ist, dass wir den Impffortschritt weiter vorantreiben, dass es genügend Angebot gibt, das es ja mittlerweile in Österreich Gott sei Dank gibt, und darüber hinaus auch die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Pandemie nachhaltig auch bekämpfen können. Darüber hinaus, glaube ich, tun wir gut daran, nicht zu früh auch die 3G-Regel aufzuheben. Wir haben weiterhin auch die Möglichkeit, dass sich die Bevölkerung gratis testen lassen kann. All das führt dazu, dass wir auch in den letzten Monaten schneller und früher öffnen konnten, als das in anderen Ländern der Fall war. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass der wirtschaftliche Aufschwung weitergehen wird. Wir haben natürlich in manchen Bereichen weiter Herausforderungen. Deswegen haben wir auch gemeinsam in einigen Bereichen die Wirtschaftshilfen verlängert, aber auch die Möglichkeit für Kurzarbeit, gerade für die Unternehmen, die über 50% Umsatzeinbruch immer noch haben. Klar ist natürlich schon auch, dass der Ausstieg aus den Hilfen genauso schwierig ist wie der Einstieg in die Hilfen. Denn wir wollen ja, dass die Unternehmen, wenn sie im Wirtschaftskreislauf wieder normal wirtschaften können, das auch tun und nicht zu sehr Anreize haben, staatliches Geld in Anspruch zu nehmen. Und deswegen ist dieser schrittweise Ausstieg, den wir gemeinsam beschlossen haben, glaube ich, ein richtiger und guter. Zusatzfrage? Ja, ich habe eine Frage zu diesem schrittweisen Ausstieg. Insbesondere kleine Unternehmen, kleinste Unternehmen profitieren vom Härtefallfonds, vom Ausfallbonus. Der läuft jetzt, ist vorgesehen Ende September aus. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen können Sie sich eine Verlängerung vorstellen? Ich glaube, ein abrupter Stopp, gerade im Herbst, wäre schwierig. Wie ist da Ihre Herangehensweise? So wie auch in den letzten 15 Monaten der Pandemie, immer zu schauen, was ist notwendig, um Arbeitsplätze und Unternehmen durch diese Krise zu bekommen, aber nicht falsche Anreize zu setzen. Ich glaube, wir haben bis dato einen sehr guten Weg gefunden, dass wir eine schrittweise Verlängerung in Anspruch nehmen, wenn eben die Situation so ist, dass es weiter Unterstützung braucht, aber zum Beispiel bei den Steuerstundungen auch einen rechtzeitigen Ausstieg mit aber gleichzeitig einer Safety-Car-Phase und einer sehr langen Ratenzahlungsphase eingeführt haben, die sehr treffsicher ist, dass es die Unternehmen bekommen, die es brauchen. Das wird auch der Zugang sein, den wir im Herbst und darüber hinaus anwenden wollen.